Hey, mein Name ist Felix und herzlich willkommen zum Dirt Talk. Wir haben ja, wie ihr gesehen habt, im letzten Video jetzt das Dirt Park Tagebuch begonnen. Und es gibt noch einige Fragen, die offen sind. Und heute sind zwei Personen dabei, die sich richtig gut auskennen. Und ihr könnt euch mal vorstellen, wer bist du denn? Ich bin der Andreas Tejet und ich bin hier oben leider im Jugendhaus Walberlo. Und ich bin der Frank Peternell, Kreisjugenddiakon im Kirchenkreis Schmalkal. Okay, das sind unsere beiden Ansprechpartner, die auch richtig damit zu tun haben. Und die erste Frage ist, wer hatte die Idee zum Dirtpark? Ja, fange ich mal an. Also ich fahre mit ein paar Freunden öfter mal Offroad, mit Defendern und anderen alten Offroad-Fahrzeugen. Wir haben dieses Gelände da oben gesehen, haben uns überlegt, ob wir das nicht mal umbauen könnten, so für unsere Zwecke. Aber dann war es doch nicht so geeignet und über Gespräche mit Bürgermeister, runde Tische, die hier im Jugendhaus beim Andreas stattfinden, kam dann auf die Idee zu sagen, wir machen hier eine Dirtparkstrecke für die Jugendlichen, weil ja auch jetzt über die Landesgartenschau die Halle zugemacht worden ist. Das ist nochmal ein kleiner extra Bonuspunkt für die Zeit der Abstinenz der Halle dann da ist. Alles klar. Okay. Die zweite Frage, die gestellt wurde, welche Firmen sind involviert und was stellen sie zur Verfügung? Ja, dann komm, sag du es. Ja gut, sag ich wieder. Die Hauptfirma, die involviert ist, ist die Firma Henkel. Und die Firma Henkel stellt auf jeden Fall erstmal das Material zur Verfügung, um das herzustellen, also sprich Erdaushub. Und sie stellt Manpower, also Leute aus ihrer Firma, erstmal ja, auszubilden, aber auch Baumaschinenführer und einen großen Bagger und einen großen Radlader zur Verfügung, um dann halt erstmal richtig Masse zu machen. Alles klar. Ja, die Frage auch erledigt. Die dritte Frage wäre, die ganz oft gestellt wurde, wer darf den Dirtpark nutzen? Also den Dirtpark kann eigentlich jeder nutzen. Na? Muss dementsprechend aber auch um die Sicherheit gewährleistet sein. Na? Und ja, also es kann jeder nutzen, der hier Schmalkalden Umgebung oder auch woanders herkommt. Also alle können eigentlich den Dirtpark nutzen. Alles klar. Natürlich geht die Sicherheit vor und es muss auf jeden Fall immer ein Helm getragen werden. Das ist das Wichtigste. Es wird auch eine Nutzungsordnung geben, die draußen am Eingang des Dirtparks steht. Da steht halt solche Sachen, stehen dann auch drauf. Versicherungsrecht und Helmpflicht. Das ist ganz wichtig. Dann auch eine ganz wichtige Frage. Kostet es Eintritt, den Dirtpark zu nutzen? Also es kostet keinen Eintritt, den Dirtpark zu nutzen. Natürlich muss man aber auch mal in Zukunft sehen, dass man vielleicht dann einen Teilnehmerbeitrag nimmt. Aber jetzt ist erstmal kein Teilnehmerbeitrag festgelegt worden oder es ist also frei. Natürlich wäre es auch schön, wenn sich Leute finden, die den Dirtpark nutzen, die dann auch den Dirtpark dann entsprechend in Schuss halten, die sich darum kümmern. Und die Baufirma hat auch gesagt, Erdaushub ist überhaupt kein Problem und wenn genug Leute da sind, braucht man dann auch keinen Eintritt zu nehmen, weil ist ja alles machbar. Ihr nutzt ihn und dann könnt ihr ihn auch gestalten, so nach euren Vorstellungen. Genau. Und die letzte Frage für die heutige Runde: Wann ist die Eröffnung des Dirtparks? Also, die erste Eröffnung wird am 6.6. sein. Die Uhrzeit werden wir euch dann noch bekannt geben. Aber da wird der erste Tag sein, wo man das Gelände nutzen kann. Ja, und da ist recht herzlich jeder dazu eingeladen, dann einfach vorbeizuschauen. Oder sich selbst auch mal auszuprobieren im Dirtpark selber. Alles klar, das wäre die heutige Fragerunde, der kleine Dirt-Talk. Und wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, zu der ganzen Dirt-Sache, dann schreibt sie auch in die Kommentare oder könnt auch sie uns persönlich zutragen. Wir werden uns sie aufschreiben und wir werden uns auf jeden Fall bald wieder treffen zum nächsten Dirt-Talk oder beim Dirt-Tagebuch. Ja, genau. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.